Ja, und mein nächster Gast hat ein ernstes und sehr wichtiges Thema mitgebracht und sagt: Schluss mit den digitalen Menschenrechtsverletzungen. Das lässt einen erst einmal stutzen und man überlegt, was ist eigentlich damit gemeint? Und diese Frage gebe ich weiter an Peggy Reuter-Heinrich. Peggy, digitale Menschenrechtsverletzungen, kann man im ersten Moment vielleicht nichts mit anfangen? Was meinst du damit? Ja, es gibt ein grundlegendes Menschenrecht, das gilt für uns alle als Menschen, weltweit uns zugesprochen, nämlich das Recht auf Teilhabe. Mhm. Am realen Leben, digitalen Leben, und zwar frei von jeder Einschränkung. Jeder, also ein Mensch mit allen Ausprägungen, ne, und auch Menschen mit Einschränkungen, wie Seheinschränkungen, Höreinschränkungen in der motorischen Nutzung, kognitiv, aber auch Lebensart oder über das Geld, also sozialen Status. Jeder soll an allen Aspekten des Lebens teilhaben. Im Alltag kann man das auch mal so relativ gut beobachten, also im realen Leben. Ja. In der digitalen Welt ist man eigentlich relativ blind dafür, dass da am laufenden Band Menschen in irgendeiner Art und Weise ausgeschlossen werden. Okay. Aus ihrem Recht auf Teilhabe, also aus der Teilhabe, weil sie auf Barrieren stoßen. Welche sind das? Kannst du uns mal so ein paar Barrieren aus dem Alltag nennen, vor denen Menschen stehen und die sie sozusagen, das ist ein Bild, was man sich vorstellen kann, auch von der digitalen Welt abschotten? Das fängt mit so Klitzekleinigkeiten an. Also ich will noch nicht mal auf das Extrem eingehen, dass ein blinder Mensch ziemlich per se ausgeschlossen ist, ja, aus der digitalen Nutzung, weil sich die IT-Schaffenden kaum vorstellen können, wie das denn wäre, ihre IT-Lösung nicht sehen zu können, weil ja alles auf der visuellen Ebene passiert. Also ein Blinder ist, wenn man das nicht ermöglicht, von der IT-Lösung aus derselben ausgeschlossen. Weil der muss das ja hören und fühlen können. Mhm. Mhm. Aber es sind auch so banale Kleinigkeiten wie zu kleine Schriften. 50% der Erwachsenen brauchen eine Sehhilfe, um brauchbar Dinge lesen zu können. Ne? Also ich muss auch entweder den Arm kräftig lang machen oder ein Brillchen anziehen. Das ist nur so eine Kleinigkeit. Ne? Aber ja, denkt das mal weiter in Richtung Senioren. Im Seniorenalter wird alles immer schlimmer. Wir haben nicht bewusst, dass es einen gehörlosen Anteil gibt von Menschen, fast 10% der Bevölkerung sind Menschen mit Behinderung, dazu gehören auch die Gehörlosen. Manchmal will man auch gar nicht hören, wie in langweiligen Konferenzen, wo man so rumscrollt auf dem Handy. Aber viele Menschen können halt die digitalen Lösungen aller Art nicht zuhören, also einen Film nicht hören, also das Hörbare nicht mitkriegen, sondern nur das Sichtbare. Die IT könnte einfach Untertitel einblenden und schon wäre das Hörbare sichtbar. Mhm. Und das ist sogar eine, ja, das kommt aus dieser Menschenrechtsvorgabe, Behindertengleichstellungsrecht, aber auch aus der Vorgabe, ja, nennt man, also aus europäischen Vorgaben oder ja, auf der Bundesebene, ne? Also selbst unser Grundgesetz hat sowas impliziert, ne? Dass also kein Mensch ausgeschlossen sein darf aufgrund von seinen Einschränkungen. Bumm, wenn jemand nicht hören kann, ja, was ist denn dann? Ja. Ein Podcast für Gehörlose könnte man einfach zur Verfügung stellen, indem man die Tonspur zum Text macht. Und damit ist diese Menschenrechtsverletzung, die dadurch, also durch diesen Ausschluss stattfindet, wieder ausgehebelt. Wen rufst du denn dazu auf, diese Barrieren einzureißen? Denn die Anbieter von digitalen Inhalten sind ja sehr, sehr vielfältig. Naja, es gibt Institutionen, die sind per se verpflichtet. Mhm. Alles, was öffentliche Hand ist, muss das theoretisch schon bieten, tun es aber nicht so richtig. Also öffentliche Hand muss per Gesetz das bieten. Ne? Also wenn du, dass alle Bürger... Die öffentliche Hand sollte einem zunächst sogar mal zur Verfügung stellen, dass jeder Zugang zu digitalen Angeboten hat. Richtig, also Zugang bekommt, ja, die Sachen auch versteht. Ne? Dazu gehört auch Sprache, einfach verständliche Sprache. Was nicht verständlich ist, ist auch ein Stück weit eine Verletzung
eines Menschenrechts. Es gibt ein Recht auf Information zum Beispiel. Also was nicht verständlich ist, ist auch eine Rechtsverletzung, wenn du aber, und damit schließt du Menschen aus, dass alle die digitale Lösungen aller Art zur Verfügung stellen, müssen sich um das Thema der digitalen Barrierefreiheit und das Abbauen dieser Barrieren kümmern. Und das Schöne ist, darüber bin ich auch sehr dankbar, ist, dass es dazu mittlerweile endlich Gesetzesvorgaben gibt. Die werden also verdonnert. Mhm. Es gibt den sogenannten European Accessibility Act. Das ist das europäische Zugänglichkeitsgesetz. Das gilt für jedes Land der Europäischen Union, damit auch für uns in Deutschland. Und damit, das sagt ganz klar, dass ab Mitte 2025 jede Lösung, die in den europäischen Markt eingeführt wird, also damit auch in Deutschland, barrierefrei sein muss. Ich bin der festen Überzeugung, da rappelt es richtig im Karton. Die Leidenschaft für dieses Thema ist bei dir ja klar erkennbar. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, du bist IT-Unternehmerin. Ja. Wie bist du denn darauf gestoßen, dass es so viele Barrieren tatsächlich gibt? Weil das fällt vielen Menschen wahrscheinlich gar nicht auf. Also ich bin einerseits IT-Unternehmerin schon eine gewisse Zeit, aber im Kernberuf bin ich das, was man UX-Designerin nennt. Also ich gestalte digitale Lösungen aller Art. Und eine meiner Fähigkeiten ist die Fähigkeit zu sehen oder eben visuelle Fähigkeiten. Also sprich, das macht meinen Job aus. Und ich habe mal einen Anlass gehabt, nämlich ein Sommerfest, wo ich Behinderungen ausprobieren konnte. Ja. Rollstuhlfahren, nicht hören können. Rollstuhlfahren war anstrengend, aber ging für mich. Nicht hören können war schon schwieriger, weil wer nicht hören kann, ist aus Kommunikation ausgeschlossen. Ist also, ne, wenn du nicht hören kannst, ist auch wirst du auch stumm. Für mich war persönlich aber am schlimmsten, Blindheit zu erleben. Aber damit gleichermaßen Augenöffner. Ich habe das wirklich mit Binde um die Augen erlebt, Blindenstock, mich im Umfeld orientiert. Und das war so beängstigend und schockierend, dieses Schwarz-Nichts-Dasein. Genau, das ist das, was Angst macht, ne? Richtig, ja. Und damit habe ich, das hat diese Angst hat dann so Nachdenken angestoßen. Was wäre denn dann eigentlich mit meinem Job? Wenn meine Fähigkeit zu sehen nicht mehr da ist. Schluss, aus. Das kauft doch keinen blinden UI-Designer. Du kannst diese Tätigkeit nicht mehr ausüben. Also nicht nur massiv eingeschränkt, sondern auch umgekehrt arbeitsunfähig, also berufsunfähig. Und ich liebe meinen Job, ich mache den wirklich gerne. Komplett berufsunfähig und also in jeder Hinsicht damit auch ins Abseits geschickt. Und danach habe ich angefangen, mich auch damit auseinanderzusetzen, wie denn die Produkte, die ich selber produziere, also ich mache digitale Lösungen, ne? User Experience heißt, etwas zu erschaffen, was andere Menschen nutzen können. Digitale Produkte aller Art, also Medien, Apps, Software, Webseiten, kümmere ich mich um die Gestaltung und um das Nutzungserlebnis, visuelles Bild. Und dann habe ich halt getestet, wie ist denn die Welt? Also mit der Tastatur, Binde um die Augen, spannend, ne? Tastatur, hinhören. Technisch kann ich das. Aber ich bin da genau auf diese Grenzen gestoßen. Ich konnte nicht shoppen, ich konnte keine Medien konsumieren, also keine Filme konsumieren, weil da Film ohne Sehen funktioniert nicht. Ich konnte an Social Media nicht teilhaben, Nachrichten nicht, Formular mal nicht ausfüllen, hier irgendwie so eine Buchung von einem Bahnticket oder Flugticket. Also die ganz normalen digitalen Alltagsthemen, dagegen nichts mehr. Ja, nun gibt es ja vieles, was über Sprachsteuerung beispielsweise funktioniert. Echt? Bei Apps zum Beispiel, was heute ja schon weitestgehend zumindest für jemanden, der sehen kann. Ich glaube, das ist so die Einschränkung im Denken, wenn man sich da reinfühlt. Aber es muss wahrscheinlich viel mehr kommen. Das heißt, wie hat diese Erkenntnis, die du gewonnen hast, aus diesem Selbsttest deine eigene Arbeit verändert? Im ersten Moment habe ich so ein bisschen gestockt, so nach dem Motto, das kann doch nicht sein. Und ich habe eigentlich fast erst ein Jahr später diesen
ein Schlüssel, ein weiteres Schlüsselerlebnis gehabt, nämlich als ich einen blinden Softwareentwickler erleben durfte, wie er Software bedient, die ich aus dem Arbeitsalltag kenne. Und wir haben uns unterhalten, das war so ein Microsoft-Event in Redmond, wo das war. Und im Grunde genommen sind es also drei, da durfte ich lernen, dass es drei Schlüssel sind. Nämlich einmal die unternehmerische Verantwortung, ne? Das Unternehmen sagen, wir wollen Menschen mit Einschränkungen vollumfänglich partizipieren lassen, vollumfänglich auch im Arbeitsleben teilhaben lassen. Mhm. Das ist die eine Kiste. Die andere Sache ist die Einstellung zu sich selbst. Ich möchte meine Stärken einbringen, meiner Benachteiligungen zum Trotz. Und das Wichtigste ist aber dieser Brückenbau durch die IT. Also das ist eben Hardware und das klappt meistens gut, genau wie du gesagt hast. Ne? Naja, so vorlesen, das geht ja schon vom Betriebssystem her. Also es scheitert meistens an Softwarelösungen, Website, Apps, die das integrieren, die das integriert haben. Genau, das ist der Punkt. Und daraus ist wirklich dann ein Leidenschaftsthema mit Profession und Passion geworden, zu sagen, so, also diese Kirsche auf die Torte müssen wir doch bitte jetzt auf unsere IT-Lösung setzen. Sagen wir müssen, also im Sinne von Barrierefreiheit als sozial verantwortungsvolle agieren in allen IT-Lösungen. Das muss aus den IT-Lösungen selbst kommen. Das heißt Barrierefreiheit. Dass ein Mensch mit Einschränkungen die eine IT-Lösung, egal welche, ohne Barrieren nutzen kann. Das erfordert ja auch ein Umdenken bei denjenigen, die diese IT-Lösungen erstellen und auf den Markt bringen. Das heißt, braucht es im Grunde genommen andere ITler? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die, ich glaube, dass die bestehenden ITler mit dem nötigen Anstoß und dem nötigen Impuls, Denkimpuls, durchaus zu diesem Umdenken imstande sind. Wer versteht, es gibt so drei Einschränkungen, ne, so bei digitaler Barrierefreiheit. Ein Ding ist, oder so ein Irrtum, ne, wie so ein ablehnenden Irrtum, falschen Glaubenssatz. Einer ist zum Beispiel, betrifft mich nicht. Wer versteht, dass digitale Barrierefreiheit oder eben Barrieren jeden Menschen betreffen, wie das mit dem Sehen, wie das mit dem Hören und der Sprache oder Ausschluss wegen Anderssprachigkeit, ne? Also man braucht Fremdsprachen, damit Inklusion funktioniert, in IT-Lösungen, die kriegst du mit Knopfdruck, ne? Warum machen wir sowas nicht? Also dieses erstmal kapieren, es betrifft jeden, jeder Mensch braucht digitale Barrierefreiheit, also jeder ist betroffen davon, dass du diese Barrieren hast. Zu verstehen, wir ITler sind verantwortlich dafür, dass das funktioniert. Wir müssen Verantwortung übernehmen in unserem Tun und denken, dass sich die Welt ändert, indem man eben nicht sagt, ach, das lohnt sich doch nicht, brauche ich nicht. Das ist ein interessanter Ansatz, weil die Lösungen sind da. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen ja nur das Bewusstsein, dass es wichtig ist, weil die ITler sind weit genug, die meisten dieser Lösungen wahrscheinlich oder Probleme zu lösen. Du hast auch ein Buch geschrieben, jetzt noch ein neues dazu. An wen richtest du dich denn zum Beispiel mit digitaler Barrierefreiheit für alle? Für wen hast du das geschrieben? Ja, das eine ist quasi mein Erstlingsbuch, das digitale Barrierefreiheit für alle. Und das richtet sich an alle Menschen, die über IT-Lösungen entscheiden oder die IT-Lösungen erschaffen. Das zeigt so ein bisschen die Problematik auf, warum und wieso. Aber primär ist es fast wie ein, ja, es hängt so zwischen Sach- und Fachbuch. Okay. Also es gibt halt auch wirklich viele Lösungsansätze, wo dann ein Designer, Projektleiter oder ein Programmierer dann auch sagen kann, okay, damit gehe ich weiter und integriere solche Ideen in meinen Alltag. Ich habe darin auch eine Sequenz, also es sind sogar Arbeitsbuch. Anteile drin, also wie so eine Übungsseite. Es ist bewusst in einfacher Sprache geschrieben, damit keiner sagen kann, das ist ja hier IT-Fach, Denglisch, versteht kein Mensch. Nee, das ist super einfach geschrieben, versteht jeder, also keine Ausreden mehr. Das ist das Handbuch dafür, dass es jeder umsetzen kann. Das ist wie eine Forderung, ne? Digitale Barrierefreiheit für alle. Hier ist das Handbuch, zieh's durch. Naja, noch mehr fordernd finde ich ja Schluss mit den digitalen Menschenrechtsverletzungen. Weißt du,
Ja, weil es wirklich auch ein Titel ist, der nachdenklich macht. Was unterscheidet dieses Buch vom ersten? Das ist das zweite, was erst in Kürze auf den Markt kommen wird, nämlich anlassbezogen zur Frankfurter Buchmesse, die ja so in knappen Monat stattfinden wird. Der wesentliche Unterschied, sind eher Geschichten. Geschichten, manchmal auch ein bisschen düstere Geschichten über Beobachtung und Erfahrung, die ich gemacht habe, wo in verschiedenen Szenarien auf digitalem Wege Menschenrechte verletzt werden. Zum Beispiel dadurch, dass man alte Menschen ausschließt aus dem IT-Geschehen oder dass man Menschen aus dem, also verschiedene Szenarien, wo Menschen aus der Teilhabe ausgeschlossen werden. Und diesen etwas düsteren Geschichten ist immer noch so ein kleiner Lichtblick entgegengestellt, weil ich ja kreative Ideen habe, gepaart mit IT-Wissen, habe ich so ein bisschen immer noch so ein Lösungsszenario, ich sag mal als Utopia-Geschichte, dem hinten angestellt. Und gesagt, die Welt könnte besser, menschenfreundlicher sein, wenn man denn Barrierefreiheit umsetzt, so wie sie sein sollte und wie sie auch gesetzlich gefordert ist. Also immer noch so ein bisschen Ausblick, damit man mit diesem dumpfen Gefühl nicht ganz alleine gelassen wird. Dann lass uns doch mal mit einem guten Gefühl raus, so als letzte Einschätzung. Glaubst du, dass es uns gelingt, diese Barrierefreiheit zu erreichen? Sagen wir mal so, ich hoffe es. Ich denke, es hängt wirklich davon ab, dass das ganz massiv in unser aller Bewusstsein derer, die dafür verantwortlich sind. Das ist auch die Motivation hinter dem neuen Buch. Sozusagen, ich möchte das ins Bewusstsein bringen. Eigentlich wäre das Erste vor dem Zweiten. Ne? Also nein, das Zweite ist das Erste. Weil wenn man das nicht versteht, warum, was hier alles schief läuft, dann ist die Motivation, die Sache zu ändern, nicht da. Ich hoffe, damit viele Menschen zu erreichen und zu sagen, alles klar, ich möchte meiner sozialen Verpflichtung nachkommen, meiner gesetzlichen Verpflichtung und gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Und freier, barrierefreier. Ich denke, ein erster Schritt ist auch mit diesem Gespräch getan. Ich hoffe, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer sich dieses Problems erstmal bewusst werden. Ja. Und dann sind natürlich die IT-Menschen gefragt, um die Probleme aus der Welt zu schaffen. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.